Lass mich doch einfach gewinnen. Dann bist du befreit und ich spare mir den Ärger. So einfach ist das nicht, Lebender. Ich muss jemanden finden, der stark genug ist, nicht denselben Fehler zu begehen wie ich damals. Erst dann werde ich in Frieden ruhen können. Na gut, dann lass uns kämpfen. Also gut, lass uns kämpfen. Möge deine Stärke so groß sein wie dein Mut. Kutterparade, ja. Ja, das machen wir später mal mit der Konterparade. Ist jetzt ein bisschen der falsche Ort dafür, das zu lernen. So, Questerfolg, besiege Cusco. Ja, das mit der Konterparade hat ja irgendwie funktioniert, aber so richtig dahinter gestiegen bin ich auch noch nicht, wie das genau funktioniert. So, Cusco. Du hast es tatsächlich geschafft. Ja, das war gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Du hast mich befreit nach all diesen Jahren. Nimm meinen Speer als Dank, großer Krieger. Möge er dir bei deinen Aufgaben helfen. Es ist nun Zeit für mich zu gehen und endlich meinen Frieden zu finden. Lebe wohl. Ruhe in Frieden, Cusco. Also den Speer haben wir auch. Jetzt fehlt uns noch eine weitere Seele. Nochmal in die Höhle nochmal reinschauen. So, ich gucke auch nochmal, ob hier noch irgendwas Neues rumliegt. Da hinten habe ich doch schon jemand gesehen. Hier, Trank. So, verwirrter Geist. Das Leben ist zurückgekehrt. Wir spüren seine Gegenwart. Redest du mit mir? Ach nein, du bist es nicht. Wir sehen bei dir keine geteilte Seele. Kein verlorenes Ich. Wovon redest du da? Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir spüren es, wir sehen es. Wir sehen Länder, Palmen, Menschen mit dunkler Haut, Mara, Marakai. Wir sehen einen Mann, ein Pirat, der vorgibt, der zu sein, der er nicht ist. Ja, erzähl weiter. Kann ich dir irgendwie helfen? Wir sind, was wir sind. Ein Teil vom Ganzen und doch getrennt.
Du bist also irgendwie nur die Hälfte von dir? Wir sehen, was wir sehen. Was siehst du denn? Ein Schiff. Ein böser Mann. Vorsicht ist geboten. Tod den Verräter. Sonst werden alle im Dorf sterben. Neue Quest, das zweite Ich. Ich schau mal, ob ich deine andere Hälfte finden kann. Der Wind geht durch die Wipfel. Der Bäume am Strand. Der Bucht von Maracay. Ich hoffe nur, es ist eine bessere Hälfte. Hinfort, ihr Winde, tragt uns hinfort zu den Stränden des Lebens. Nachricht aus dem Jenseits. Naja, gut. Kann ich jetzt gerade noch nicht so viel mit anfangen. Was er da jetzt genau... Ach, da ist ja nochmal so eine Gestalt. Und eine Kiste. So, einmal Fluchpuppe, ein Rubinring, einmal Rum, einmal Muschel, 23 Gold. Mal sehen, ob hier noch was hinter ist. Ah ja, eine Statuette. Das ist ein schöner Platz hier, ne? Hier sieht man auch das Wasser, ne? Klasse. So. Sind wir wieder bei dem Schatz. So, und hier saß noch jemand rum, ne? Da. Des Diebes. Weißer Diamant. Diesen Diamanten habe ich Akando im Totenreich entwendet. Questerfolg Akandos Truhe. Das ist Akando. Halt's immer. Oh, meine Gebete zu den Hike wurden erhört. Endlich bist du da. Was für Gebete? Ich habe zu den Ahnen gesprochen. Sie mögen jemanden schicken, um mich zu erlösen. Und du bist gekommen. Das ist kein Zufall, sondern Schicksal. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr? Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Ja klar, helfen wir dir. Und wie kann ich dir helfen? In meinem Tempel befindet sich eine verschlossene Truhe. Darin befindet sich ein weißer Diamant. Wenn du einen Weg findest, die Truhe zu öffnen, kannst du den Diamanten behalten.
Ich glaube, das ist das Verrückteste, worum mich je einer gebeten hat. Ja, das kann ich mir denken. Aber es ist der einzige Weg, meinen Frieden zu finden. Ja, die Truhe haben wir doch schon längst geöffnet. Aber erzähl doch mal, was ist denn mit dir los? Was ist denn los mit dir? Mara hat mich verflucht, so lange zu warten, bis mir jemand das Wichtigste stiehlt, was ich besitze. Du wartest darauf, bestohlen zu werden? Sie überließ mir damals die Knochenhand des Diebes. Ich wandte das Artefakt jedoch gegen sie und konnte sie im entscheidenden Moment entwaffnen. Darum verfluchte sie mich bis in alle Ewigkeit, auf das gleiche Schicksal zu warten. Deine Seele ist frei. Ich habe die Truhe geöffnet. Oh, ich danke dir, Fremder. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Behalte den Diamanten. Vielleicht wird er dir noch von Nutzen sein. Ich spüre, wie die Last von mir fällt. Das Licht erwartet mich. Mach's gut, Fremder. Ich werde dich nicht vergessen. Alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch hier dieses zweite Ich. Von dem verwirrten Geist. Zwei Seelen in einer Brust. Oder andersrum? Des Rituals, 12 Kugeln, eine Perle und 90 Gold. Gehen wir nochmal durch die Höhle. Hier ist ja auch noch ein Goldbrocken. Da sind wir schon durch, ne? Ich hab die Zutaten, die du wolltest, und einen Hut des Verstorbenen. Das ist wirklich beeindruckend, junger Freund. Lass mich mal sehen. Von dem Hut benötige ich bloß ein paar Fasern. Es ist vollbracht. Das Schädelzepter ist gefertigt. Jetzt muss der Geist des Verstorbenen nur noch mit dem Zepter verbunden werden. Hier, nimm es, bring es zu Tau. Er wird wissen, was zu tun ist. Endlich bin auch ich befreit von meinem Fluch. Ich danke dir für deine Taten. Ich werde sie nicht vergessen. Ich spüre, dass meine Zeit gekommen ist. Ich bin die Letzte, die dich nun verlässt. Dein Weg ist steinig, aber ich weiß, du wirst einen Weg finden, zu beenden, was wir nicht geschafft haben. Viel Glück, junger Krieger. Meine Gedanken werden dich begleiten. Alles klar. Jetzt ist nur die Frage,
Wie wir das hier mit dem zweiten Ich hinbekommen. Dieser Geist hat noch ein anderes Ich in der Welt der Lebenden. Ah, okay. Bones. Gut, dann müssen wir hier wohl nochmal wieder her. Gehen wir mal zum Tau. Wie war denn das jetzt hier mit dem Schädelzepter? So, die Geister haben wir befreit. Und weiß ich gar nicht mehr genau. Sollten wir jetzt uns hier wieder auf den Altar legen, oder? Ich speichere mal eben ab. So, ich meine, zurück in die Welt der Lebenden, ne? Nee. Nee, wir müssen ja zu dem Tau, ne? Wir warten das jetzt erst auf die andere Seite. Können wir uns da... Na, mal zum Eingang. So. Also, Tau. Ich habe das Schädelzepter. Und du hast den Fluch derer gebrochen, die dir geholfen haben. Dann ist es nun an mir, den Geist des Verstorbenen zu rufen.